Hallo, willkommen bei MacPaverick. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ein eigenes Radiergummi selber machen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist etwas Öl, Klebstoff und ja, eine Schale oder einen Teller. Im ersten Schritt macht ihr den Finger mit etwas Öl nass und reibt die Schale damit ein wenig ein. Nun kommt der Kleber zum Einsatz. Dort, wo ihr den Teller mit Öl beschmiert habt, macht ihr nun einen schönen Klecks Kleber drauf. So, und nun lasst ihr das Ganze einfach erstmal trocknen. So, der Kleber ist jetzt nach ca. 2 Stunden getrocknet. Jetzt nehme ich einen Cutter und ziehe den Kleber damit vorsichtig ab. Es müsste auch relativ leicht gehen, weil wir das Ganze ja vorher eingefettet haben. Jetzt habe ich hier schon so eine zähe Masse. So. Das Ganze nehme ich jetzt. Dazu fette ich mir nochmal kurz die Hände ein. Allerdings mache ich das nur ganz leicht, damit die klebrige Masse nicht an meinen Fingern kleben bleibt. Jetzt kann ich das hier gut abziehen. Jetzt modelliere ich mir das Ganze so ein bisschen, wie ich das haben möchte. Eine kleine Kugel davon, wie auch immer. Also ich denke mal, ich hätte das Ganze eine halbe Stunde vielleicht noch länger trocknen lassen können, aber in Ordnung ist es schon. So, diese Kugel lasse ich jetzt noch etwas durchziehen. Jetzt lege ich sie hier einmal am Tellerrand und warte, bis sie noch weiter ausgehärtet und getrocknet ist. So, nach einer weiteren Stunde sollte das jetzt gut durchgezogen und getrocknet sein. Und das ist auch der Fall. Und jetzt habt ihr hier ein schön knetbares Radiergummi. Ihr könnt das Ganze natürlich auch größer gestalten. Ich wollte hier für den Vorführeffekt das Ganze etwas kleiner halten, damit es ja schneller trocknet. Jetzt probiere ich das Ganze einmal aus. So, da habe ich hier ein bisschen was mit Bleistift vorgeschrieben und dann wollen wir das doch mal wegradieren. Und wie ihr seht, verschwindet das hier wunderbar. Ja, fertig ist euer selbstgemachtes knetbares Radiergummi. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert mich, dann sehen wir uns auch in meinem nächsten Video wieder. Ich sage bis zum nächsten Mal, euer MacPaverick.